Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 7. Oktober. Und es könnte fast nicht spannender sein, was sich hier in der Nacht ereignete. Ich hoffe, ein jeder von Ihnen saß heute Morgen und fiel nicht um, als er auf die Charts des britischen Pfunds schaute. Also hier sämtliche Währungspaare, die mit dem britischen Pfund im Kontext stehen, sind heute Nacht unter Beschuss geraten, also das britische Pfund im Allgemeinen. Wir sehen auch hier in der Heatmap noch starke Abschläge, doch obgleich diese in oder auf die Bewegung in der Nacht bezogen hier noch wahrlich nüchtern erscheinen. Es ereignete sich in der Nacht eine Art Flash Crash. Also hier, man kennt es oder kann sich erinnern an die Situation im Dow Jones vor einigen Jahren, in dem Fat Finger Modell nach dem Motto, ein Händler drückte hier aus Versehen mal die falschen Tasten und es kam zu größeren Orderausführungen als gedacht. Aber auch der Hochfrequenzhandel, immer wieder ein Thema an den Märkten und natürlich auch sehr wahrscheinlich in der Nacht dafür zuständig, dass das britische Pfund hier einen Flash Crash erlebte. Der Hochfrequenzhandel, Algorithmushandel ist ja in der Szene sehr, sehr durchgängig mittlerweile vorzufinden, beziehungsweise auch hierbei immer mehr mit größerer Einflussnahme. Also hier der computergesteuerte, computergestützte Handel. Und natürlich findet hier auch eine Überwachung statt, aber gewisse Systeme schalten hier bei gewissen Preisbewegungen, bei gewisser Preisaction eben automatisch auf, beziehungsweise um. Und im Kontext verschiedener Absicherungsmaßnahmen kommt es hierbei eben auch zu Orderentwicklungen, die gerade, wenn denn eben hier bei einem dünnen Liquiditätsumfang, und das war in der Nacht nun mal der Fall, das britische Pfund eben hier zur Geisterstunde um die Mitternachtszeit und im weiteren Verlauf der nächtlichen Asia-Session dann hier sichtlich unter Druck geraten, beziehungsweise es gab den Ausverkauf und eben eine schnelle Gegenbewegung im Sinne wahrscheinlicher Eindeckungskäufe. Letztlich ist es so, dass es hier einige Marktteilnehmer auch gab, die dann praktisch für eine Zeit lang in der Nacht keine Preise stellten und auch, ja, ich möchte mal fast sagen, gewisse Fantasiepreise wurden bei dem einen oder anderen Broker hier dann tatsächlich in den Orbit geschossen. Insofern ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, meine lieben Marktteilnehmer, dass Sie wirklich auch schauen, mit wie viel Liquiditätsprovidern beispielsweise Ihr Broker arbeitet. Und da will ich Ihnen nur mal ganz kurz, bevor ich auf das britische Pfund direkt eingehe, unseren Liquiditätspool hier mal darstellen. JFD arbeitet hier mit einem Multi-Banksystem, neben dem, dass wir hier natürlich auch eine ganz, ganz klassische Ausführung im Sinne eines großen Liquiditätspools fliegen, sage ich schon, pflegen. Und es hier natürlich auch immer wieder zur besten Preisfindung nach dem Bid und Ask kommt, automatisch eben hier durch unsere Computersysteme, durch unsere Technologien. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu Market Makern, die ihre Preise hier eben, ich will fast sagen, fast schon casinoartig an gewisse Bewegungen anpassen. Und das werden Sie auch sehen bzw. feststellen. Im weiteren Verlauf wird heute nochmal ein Artikel kommen, dass es hier eben doch enorme Unterschiede zu den gewissen Preistiefs in der Nacht gab. Und da muss man sich wirklich den richtigen Broker aussuchen. Und JFD Just Fair Direct steht hier nicht ohne Grund mit dem Namen ganz vorn, denn neben dem Liquiditätspool ist es eben auch so, dass wir kein Market Making betreiben, nicht gegen sie wettern, keinen Inhouse-Handel sozusagen pflegen und möglicherweise an den Kundenprofiten dann noch Geld verdienen, an den Kundenverlusten vielmehr Profite erzeugen und dann eben an den Verlusten des Kunden uns bereichern. Nein, das findet bei JFD nicht statt. Wir pflegen das Agenturmodell. Das müssen Sie wissen und das muss man eigentlich immer wieder predigen, denn hier gibt es eben Unterschiede und Sie werden es feststellen, bei einigen Market Makern sind die Preistiefs hier deutlich unter 1,18, 1,17, 1,16. Die Preise gab es in der Nacht theoretisch gar nicht, obgleich eben manche Liquiditätsanbieter eben auch hier eine gewisse Zeit gar keine Preise stellten. Das erinnerte auch an den Schweizer Franken-Crash im Jahr 2015, im Januar. Und das ist natürlich eine Situation, die hier wirklich schon sehr, sehr extrem ist, weil solche Bewegungen immer mal wieder auch auftauchen können. Dessen muss man sich bewusst sein. Insofern eben auch wichtig, dass man hier gewisse Systeme hat, die dann auch eine faire Ausführung garantieren. Doch wollen wir jetzt mal auf das britische Pfund schauen und dazu auch mal den Langfristchart in den Fokus nehmen und die Marktteilnehmer, die das Devisenradar schon kennen, wissen genau, wo ich hier eigentlich tatsächlich beim britischen Pfund mein Ziel gesehen hatte. Aufgrund der Bewegungen, ja, hier im großen Big Picture Chart, eine Handelskerze jeweils ein Handelsmonat. Und wir gehen hier bis in die 80er Jahre zurück, mussten wir auch, um hier überhaupt eine gewisse Preisaction feststellen zu können, die hier unterhalb der Marke von 1,40 zu finden ist. Die große Top-Bildung hier im Jahr 2008/09 im Sinne der Finanzmarktkrise, Ausverkauf, Konsolidierung und dann aber hier insbesondere eben im Jahr 2015
die gescheiterte Erholungsbewegung, die dann praktisch hier vom Unterstützungslevel bei 1,4814 ausgehend versprach, dass das britische Pfund unter Umständen doch nach oben streben konnte. Das scheiterte, wie gesagt, hier im Sinne eines klassischen Pullbacks an diese Trendlinie und insofern hier ein Kreuzwiderstand sozusagen eine Bestätigung fand. Letztlich die Preisaction weiter gen Süden. Mit Aufgabe von 1,4814 dann sozusagen auch die Marke von 1,40 ins Visier genommen oder dann vielmehr auch praktisch schon fast schlussfolgernd logisch. Und mit Aufgabe der Marke von 1,40 kam natürlich dann auch hier das Preistief zur Finanzmarktkrise in den Fokus. Wir hatten den Brexit-Event, der das Ganze dann im Juni natürlich noch befeuerte, diesen Jahres. Und mit der Aufgabe von 1,35, einem neuen Jahrzehnte-Tief, war im Prinzip schon die Message die. Und schauen Sie sich ein älteres Video zum britischen Pfund an, dass wir hier um die Marke von 1,20 ein gewisses Support-Level sehen, zumindest mal ableiten können, obgleich natürlich die volkswirtschaftlichen Entwicklungen hier mit der heutigen Zeit im Vergleich zu den 80er Jahren ja fast schon gar nicht greifbar sind. Ja, es waren ganz andere Währungskonstellationen, es waren ganz andere geopolitische Konstellationen. Also insofern ganz, ganz andere Rahmendaten, aber die Price Action verwies darauf, dass das Level neben 1,25, 1,20 durchaus eine Zone sein könnte, die hier zur Orientierung eines möglichen Tiefs dient. Und genau dieses Tief haben wir heute temporär in der Nacht unterschritten. Es folgten große Eindeckungseinkäufe. Da ist davon auszugehen, gerade im Optionsmarkt wurde da sicherlich einiges korrigiert, richtiggestellt. Tatsache ist aber auch, dass viele Big Banks, die hier neben der Preisstellung eines Liquiditätspools natürlich auch aktiv am Forex-Markt mit ihren Händlerabteilungen aktiv sind, riefen das britische Pfund schon insbesondere auch mit Aufgabe der 1,35 als großes Short-Investment aus. Und ich vermute auch, dass hier einige Gewinne mitgenommen haben aufgrund des jüngsten Ausverkaufs. Das britische Pfund im Sinne des Flash Crash scheint mir jetzt durchaus bereit für eine Erholungsbewegung. Das Level von 1,20 ist getestet worden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier ein Stück weit oszillieren, gegebenenfalls nochmal hier runtergehen, um 1,20 sozusagen als Doppelboden zu bestätigen, um dann hier möglicherweise eine größere Erholungswelle zu sehen. Also ich könnte mir vorstellen, wir oszillieren jetzt erstmal ein Stück weit um 1,25. Vergessen Sie auch nicht, wir haben heute die Non-Farm Payrolls um 14:30 Uhr aus den USA. Das ist hier US-Dollar beeinflussend, gerade im Sinne der Zinspolitik, im Sinne der möglichen Zinsanhebungen, die dieses Jahr dann doch noch erfolgen sollten. Also es ist heute sehr, sehr spannend, was wir in der Nacht gesehen haben und was am Nachmittag noch kommen wird. Das britische Pfund hat hier technisch gesehen, wie gesagt, meine Ziele auf der Südseite eigentlich abgearbeitet und ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir uns das eben jetzt hier nochmal genauer anschauen, wir sehen auch hier diese wellenartige Erholung, ja, also diesen Ausverkauf und dann schwupp ging es wieder nach oben, hier fast schon in der Erscheinung einer großen Hammerkerze, um nicht zu sagen einer riesigen Hammerkerze. Letztlich hier die Situation, die, dass wir durchaus nochmal in Richtung 1,20 gehen könnten. Das muss nicht heute geschehen, aber im weiteren Wochenverlauf, gerade wenn eben die US-Notenbank hier tatsächlich mit Leitzinsanhebungen orakelt, spekuliert, das dürfte den US-Dollar in jedem Falle nochmal stärken, das britische Pfund in diesem Kontext unter Druck bringen und hier das Währungsverhältnis britisch Pfund-US-Dollar entsprechend gen Süden treiben. Kann sich aber alles noch ein Stück hinziehen. Letztlich hier auf den Tageschart die letzte Einschätzung zum Pfund geben wir hier das Level von 1,2875 auf, 1,29. Das war hier diese Supportzone, die nach dem Brexit Event praktisch gebildet wurde. Und Sie sehen auch diesen blauen Tendenzfall, ja, geradezu grandiose Entwicklung, denn mit Aufgabe bzw. einem neuen Mehrmonatstief, bzw. einem Mehrjahrzehntetief, ja vielmehr, kam genau das, was wir erwartet haben, nämlich eine Preiskorrektur. Und erstes Ziellevel war meines Erachtens die 1,25, um im weiteren Verlauf dann hier um 1,20 sozusagen ein mögliches mittelfristiges Ziel zu sehen. Aufgrund des Flash-Crashs haben wir jetzt natürlich das Ganze schon früher beschert bekommen. Ich könnte mir jetzt, wie gesagt, vorstellen, neben dem, dass die Prognose hier sehr gut aufging, dass wir, ja, Non-Farm-Payrolls, da kann man heute die Glaskugel mal auspacken oder nicht. Ich ziehe einfach mal vom aktuellen Preislevel hier so einen senkrechten Pfeil oder horizontalen vielmehr und würde mal plädieren dafür, dass es hier wilde Volatilität auch in den nächsten Tagen und Wochen gibt, um dann letztlich doch durchaus nochmal in Richtung 1,20 zu gehen. Die Wahlen im November werden natürlich hier in den USA auch nochmal richtig US-Dollar beeinflussen, sich auszahlen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir hier um 1,20 einen Boden bilden, und das ist jetzt schon ein Stück weit, ja, in die Kristallkugel geschaut, weil wir wissen es letztlich alle nicht, was genau passieren wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da hier eine große Bodenbildung ablaufen könnte, die dann, und das kann man als Trigger-Level hier definitiv sehen, wenn das britische Pfund die 1,29 überschreitet,
beschreitet. Und das ist eine Unterstützung gewesen, eine sehr markante. Die ist aufgegeben. Wenn das britische Pfund es schafft, hier drüber anzusteigen, dann sehe ich weiteres Momentum auf der Oberseite. Unterhalb dieses Niveaus ist das britische Pfund und bleibt das britische Pfund meines Erachtens jetzt erstmal ganz klar ein Short. Und daran gibt es eigentlich nichts zu mäkeln. Der Preis sagt uns hier ganz klar, wie der Verlauf sein könnte. Und insofern orientieren wir uns genau in dem, was wir als Realität am Markt im Sinne der Massenpsychologie wahrnehmen dürfen und können. Das ist die Preis-Action, das ist der Chart. Und wenn wir uns daran orientieren, haben wir zumindest im Dschungel der vielen Zahlen eine gewisse Preisorientierung. Schauen wir noch kurz auf die Saisonalität. Die wirkt nämlich auch sehr bullisch beim britischen Pfund mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Gehen wir mal noch ein Stück weiter, direkt bis zum Jahresende und schauen uns mal an, was hier für eine Action herrscht. Und da sehen wir, wenn wir kurz noch einladen lassen, dass die generelle Tendenz sehr, sehr bullisch ist, sehr, sehr positiv und das stützt soweit meine These eigentlich, dass wir hier nach wilden oszillierenden Ausschlägen grundsätzlich eine Tendenz zur Bodenbildung-Aufwärtsentwicklung sehen könnten, da eben die 1,20 beim Cable abgearbeitet wurde. Also es bleibt spannend, wir werden das Cable hier im Devisenradar in weiteren Webinaren und in Einzelchecks natürlich hegen und pflegen und weiter begutachten. Grundsätzlich Abwärtstrend weiter bestätigt mit dem Ausverkauf einmal mehr, aber ein Basisziel ist hier eigentlich erreicht worden und insofern darf man mal gespannt sein, wie die Reise weitergeht. Ich sage Ihnen danke fürs Einschalten. Nochmal, achten Sie darauf, welchen Broker Sie wählen. Mit Justed Fair and Direct, mit JFT Brokers sind Sie auf der richtigen Seite. Würde mich freuen, wenn wir Sie begrüßen dürfen. Education-Ausbildungswebinare folgen im Oktober noch und nöcher. Wir haben auch wieder ein Live-Trading-Event Ende des Monats, gerade im Intraday-Bereich, sehr, sehr interessant. Würde ich mich freuen, wenn ich Sie dazu einladen dürfte. Könnte, bleiben Sie informiert auf unserem JFT-Desktop. Dort schalten wir alle News auf und vielmehr auch hier natürlich auf unserer JFT-Website. Unter Live-Events jederzeit abfragbar, beziehungsweise Webinare, Live-Events, was denn da bei uns geht. Gut, meine lieben Zuschauer, dann hätte ich es an dieser Stelle schon. Wünsche Ihnen auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Geben Sie Obacht auf die Non-Pump-Payrolls hier heute 14:30 Uhr. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen glücklichen, erfolgreichen Handelstag und sende einen auf bald in den Äther. Wenn Sie mögen, hören wir uns spätestens Montag wieder. In diesem Sinne, auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.